Grüezi miteinander, ich möchte Sie begrüßen zu einem Video. Es geht dabei um einen dieser fundamentalen Versuche, die vor etwa 100 Jahren gemacht wurden, um die Quantenmechanik zu beweisen und einige Zusatzeffekte der Quantenmechanik, die man vielleicht theoretisch vorausgesagt hat, auch wirklich experimentell nachzuweisen. Der Versuch heißt Stern-Gerlach-Versuch, er wurde von diesen beiden Physikern gemacht. Im Jahre 1921, also in der Zeit, als eben all diese großen Entdeckungen gemacht wurden, die heute die Physik der Mikrowelt beschreiben. Die Resultate des Versuchs sehen Sie hier. Es geht um die sogenannte Richtungsquantisierung. Elektronenspins haben Sie wahrscheinlich schon gehört, wenn Sie etwas von der Chemie vielleicht schon mitbekommen haben. Also um die Tatsache, dass eben die Elektronen selbst auch einen Eigendrehimpuls haben, den Spin, und dass sich der im Raum nicht beliebig einstellt, sondern dass dieser Eigendrehimpuls quantisiert ist bezüglich der Richtung, einer vorgegebenen Richtung. Die Versuchsapparatur sehen wir hier in einer Variante von FIWE, die kann man also kaufen und als Physikexperiment auch in Hochschulen benutzen. Das Entscheidende spielt sich hier drin ab. Wir haben da hinten einen Gasbereich, wo Gasatome in ein Vakuum austreten können. Das war bei den ursprünglichen waren das Silberatome. In diesem Fall kann es auch Kalium sein zum Beispiel. Und diese werden danach in ein Magnetfeld abgeleitet und liefern nachher beim Detektor hinten so eine Doppelspur, wenn das Magnetfeld da ist, und wenn das Magnetfeld nicht da ist, sind sie da kollabiert zu einer einzelnen Spur. Dieses Plus-Minus-System, das wir hier sehen, ist das Entscheidende dann bei diesem Versuch. Wir brauchen, wenn man das Versuch macht, braucht man also ein Vakuum, dass diese Atome sich ungehindert fortbewegen können, wenn die Atome hier dann erzeugt werden, thermisch angeregt sind, also thermisch durch diesen Raum sich bewegen. Und wir brauchen Detektoren, um die Atome nachzuweisen. Das hat ursprünglich wurde das einfach auf einer Platte aufgefangen und dann also optisch gezeigt, dass sie da sind, etc. Jetzt, worum geht es überhaupt? Ich möchte da vielleicht aus der normalen Physik ein paar Dinge vorausschicken. Wir brauchen ein Magnetfeld für das Ganze. Und wir schauen uns ganz kurz, was ein Magnetfeld für Eigenschaften hat, wenn wir mit einer Kompassnadel in die Nähe kommen. Eine Kompassnadel ist ja so, dass sie zunächst mal sich ausrichtet in so einem Magnetfeld. Also das Hauptmagnetfeld hier richtet die Kompassnadel aus. Und man lernt in der Physik, dass diese Kompassnadel quasi eine Spezialfall sind der allgemeinen Situation, dass eben die Kreisströme eine Magnetisierung erzeugen oder ein magnetisches Dipol erzeugen. Dieser Kreisstrom, der da nach hinten geht und da nach vorne kommt, der erzeugt hier in der Mitte einen magnetischen Dipol, ich schreibe mal M dazu, der dann nach der rechten Handregel, wenn das die Richtung des Stromes ist, die technische Stromrichtung, so nach oben zeigt, entlang der Kreisstromachse. Wenn man jetzt ein Magnetfeld nimmt, ein homogenes Magnetfeld zunächst mal, das da vielleicht nach oben gerichtet ist, ich nehme das B-Feld, magnetische Induktion eigentlich, dann kennt man ja die Lorentzkraft, FL, die beschreibt, wie ein Strom in diesem Magnetfeld abgelenkt wird. Dieses Kreuzprodukt I, Strom, technische Stromrichtung, Kreuz B, gibt die Richtung der Lorentzkraft an. Und das bewirkt dann, dass zum Beispiel hier, wo der Strom nach hinten geht, I Kreuz B eine Kraft ist, die da nach außen zeigt. Und genauso auf der Seite hier gibt es eine Kraft, die so nach links zeigt. Jetzt wenn der Strom nicht schon so steht, sondern irgendwie schräg steht, so zum Beispiel, das heißt, sein magnetischer Dipol würde dann auch so zeigen, dann ist diese Kraft ebenfalls so gerichtet, die Lorentzkraft,
Das heißt, sie bewirkt dann, dass dieser Kreisstrom sich ausrichtet, bis er am Schluss in der Lage steht. Die zwei Kräfte hier bewirken den Drehmoment, kippen dann dieses M quasi so, dass es am Schluss parallel zu B steht. Also in einem homogenen Magnetfeld werden solche Dipole ausgerichtet, das kann man mit der Lorentzkraft auf einen Kreisstrom erklären oder auch direkt mit dem Drehmoment, das auf den magnetischen Dipol hier wirkt. Da gibt es eine ähnliche Formel wie diese hier. Also M kreuz B heißt es dann. Das Drehmoment. Das bewirkt eben, dass die Kompassnadel sich ausrichtet Richtung Norden. Aber das alleine ist noch nicht das, was Stern und Gerlach zeigen wollten, sondern sie haben auch gezeigt, dass eine Kompassnadel sich in einem inhomogenen Magnetfeld beschleunigt, dass eine Kraft erfährt. Das kann man auch hier sehen, wenn ich da mal nahe genug bin, dann wird diese Nadel auch angezogen. Sehen Sie, die geht also da zu diesem Punkt hin. Also nachdem sie sich ausgerichtet hat, gibt es auch eine Anziehung in der Richtung. Das gilt auch für die Gegenseite hier. Sehen, das wird also angezogen. Das hat jetzt zu tun mit einem inhomogenen Magnetfeld. Wir können uns das hier nochmals rasch überlegen. Wenn das Magnetfeld also stärker wird nach oben zum Beispiel, das so zeichnen, nicht wahr? Wir haben jetzt nach der Ausrichtung diesen Kreisstrom, also schön orientiert, wie das da der Fall ist. Dann muss man jetzt die Lorentzkraft wiederum auf diese Stromabschnitte betrachten und dann sieht man, dass diese Lorentzkraft jetzt schräg zeigt. Das heißt, die Ausrichtung, die hier im Grunde genommen nötig war, dass es überhaupt mal das kleine M parallel zu B steht, diese Ausrichtung erfährt nun noch zusätzlich eine Kraftkomponente in Richtung des stärkeren Magnetfelds. Das heißt, ein solcher Kreisstrom wird aufgrund der Lorentzkraft auch Richtung stärkeres Magnetfeld hineingezogen. Und das gilt auch, wenn wir das Magnetfeld in der anderen Richtung haben, also divergent haben. Auch da ist ein Kreisstrom. Dann so, dass er eine Kraft erfährt, wiederum senkrecht auf L und I, sodass dann die Kraft auch da Richtung stärkeres Magnetfeld geht. Also ein Kreisstrom bzw. ein solcher Dipol und damit auch seine Kompassnadel geht immer in Richtung des stärkeren Magnetfelds. Das ist der Grund für die Anziehungskraft von Magneten auch. Die Anziehungskraft ist nur vorhanden, wenn wir ein inhomogenes Magnetfeld haben. So viel mal zur ersten Erklärung. Jetzt, wenn man so einen Kreisstrom hat im atomaren Bereich, dann sind das normalerweise Ladungen, die da sich so bewegen. Und so drehende Ladungen haben auch einen Drehimpuls, einen Drall. Und eigentlich ist das magnetische Moment, das wir bei so einer Ladung haben, die in einem Kreis sich bewegt, immer auch verknüpft mit dem Drehimpuls, mit dem Drall. Es gibt sogar eine Proportionalität. L, der Drehimpuls L, ist danach gleichgerichtet mit dem M. Also das L, der Drehimpuls, und das M, das ist auch klassisch so, die sind proportional zueinander. Man kann das gyromagnetische Verhältnis bilden, wenn das ein Kreisel ist, also ein spezieller Kreisstrom. Es gibt ja in der Mechanik auch die Tatsache, dass wenn wir ein solches Kreisel, also einen solchen Kreisstrom haben, dann zeigt er Kreiselstabilität. Also wenn jetzt mit diesem magnetischen Dipol auch eine Kreiselwirkung vorhanden ist, diese Kreiselwirkung, was auf rotierenden Massen besteht, dann zeigt diese rotierende Masse auch diese Trägheit oder diese Stabilität der Kreiselachse. Und was dann passiert, ist nicht einfach eine Ausrichtung, wie wir das jetzt hier klassisch mit der Kompassnadel gesehen haben, sondern es gibt eine sogenannte Präzession. Der Kreisel fängt an zu präzisieren oder präzedieren. Seine Länge, also die Länge des Pfeiles, sei das jetzt L oder M, bleibt konstant. Und seine Komponente in Richtung des Magnetfelds bleibt auch konstant, aber die genaue Richtung, die ist mit der Präzision auf einen solchen Kegelmantel beschränkt. Ich habe andere Videos gemacht zur Präzision, das können Sie dann dort mal nachschauen, wenn Sie das noch genauer wissen wollen. Aber Tatsache ist also, dass so ein Kreisel im
wenn er magnetisch ist, gleichzeitig nicht einfach sich ausrichten kann entlang des Magnetfeldes, sondern er wird hier präzedieren. Und jetzt kommt es darauf an, wie der Kreisel am Anfang ausgesehen hat, ob er sich so oder so oder so, da gibt es ja alle Möglichkeiten der Ausrichtung. Wenn er dann mal in ein Magnetfeld kommt und sich quasi aufstellen möchte, dann gibt es nicht einfach eine Aufstellwirkung, sondern es gibt eine Präzession. So. Jetzt wenn wir nochmal zurückkommen zu dem hier. Wir haben ja gesehen, da gibt es ein magnetisches Dipol-Moment, das dazu gehört. Wenn man jetzt die Kraft wissen möchte, mit der da dieses M weggezogen wird, dann gibt es die einfache Formel, die man da herleiten kann aus diesen Überlegungen hier, die besagt, dass die Kraft F auf dieses M gegeben ist durch die Stärke von M und der Gradient des Magnetfeldes in dieser Richtung, die man meistens dann Z-Richtung nennt. Und das M ist eigentlich das MZ. Das heißt, wir sehen, dass die Z-Komponente des magnetischen Momentes eigentlich entscheidend dafür ist, ob es der Kreisel weggezogen wird, also ob es dann eine Kraft gibt. Wenn die Z-Komponente zum Beispiel 0 wäre, wie es vielleicht da der Fall wäre, dann gibt es keine Kraft. Wenn das Z-Komponente größer ist, am Anfang bei der Präparation der ganzen Geschichte, dann wird die Kraft größer. Und wenn man jetzt, wie das im Experiment ja dann der Fall ist, wenn man hier die Atome einfach thermisch anregt und danach austreten lässt, dann gibt es zunächst mal keinen Grund, warum die Atome irgendeine bevorzugte Richtung haben sollten bezüglich dieses Drehimpulses und des magnetischen Momentes. Das heißt, wir würden erwarten, dass wenn jetzt diese Atome in ein solches inhomogenes Magnetfeld reinkommen, dann verteilen sie sich da mehr oder weniger statistisch von einem maximalen Wert, der dem M entspricht, bis zu 0 und sogar negativ. Also wir würden eigentlich erwarten, dass danach in so einem inhomogenen Magnetfeld die Atome da reingeschossen werden, da hinten eine Verteilung entsteht von einem maximalen Wert und dann 0 und dann dem minimalen Wert, wenn die beiden gerade in der Gegenrichtung sind. Jetzt hat man eben das versucht zu messen und da hat man natürlich schon geahnt, dass es dann nicht so herauskommt. Und man hat dann gesehen, dass diese Verteilung so ausgesehen hat nachher. Also es gibt quasi zwei Werte, die erreicht werden und nicht irgendwie eine Verteilung ohne weitere Struktur. Das war ja ohne Magnetfeld, da passiert natürlich nichts, da gibt es gar keine Ablenkung. Und mit einem Magnetfeld, und zwar einem inhomogenen Magnetfeld, hat man diese zwei separaten Linien beobachtet. Dafür musste man das Magnetfeld zunächst mal inhomogen präparieren. Das konnte man tun, indem man da magnetische Vollschuhe hatte, die so aussehen, da die Spitze, wo das Magnetfeld hingeht, und da so eine breite Seite. Ich bin nie ganz sicher, was Norden und Süden ist. Ich glaube, das ist Norden, das ist Süden. Also die Magnetfeldlinien laufen da so zu der Spitze zu und sind dann tatsächlich inhomogen. Die Atome wurden so eingeschossen. Ja, und jetzt eben, weil man beobachtet hat, dass in diesem inhomogenen Magnetfeld nicht so eine breite Verteilung entsteht, sondern dass da quasi zwei separate Bereiche entstanden sind, hat man daraus schließen müssen, dass diese magnetischen Dipole, die zu diesen Atomen gehören, eigentlich nur in zwei Orientierungen möglich sind, nämlich eine Orientierung quasi parallel zum Magnetfeld, das Magnetfeld da nach oben, und eine antiparallel. Und zwar, wenn man jetzt das mit Vektoren zeichnen wollte, müsste man sagen, einmal eine Orientierung, die etwa so aussieht, und dieser Präzession dann entsprechen würde, und eine, die gerade das Gegenteil hat. Man sagt heute diesen beiden Zuständen, Spin-Up und Spin-Down, die Länge der Spins und die Z-Komponente der Spins sind bekannt, wie die zusammenhängen. Das heißt, man könnte im Prinzip auch den Winkel hier angeben. Man sagt dann diesen beiden Zuständen 1/2 h quer und minus 1/2 h quer. Das sind die beiden Drehimpuls-Z-Komponenten.
Mit diesen beiden Werten kann man das magnetische Moment berechnen und damit auch die Kraft berechnen, die da ausgeübt wird. Jetzt Stern und Gerlach haben diesen Versuch gemacht mit Silberatomen. Silber, wenn man das nachschaut im Periodensystem, ist ein Atom, das eigentlich eine abgeschlossene Hülle hat. Die vierte Schale ist vollständig besetzt. Das heißt immer, dass auch die Drehimpulse und sich zu Null dann ergänzen. Also es sind Drehimpulse vorhanden, die aber dann insgesamt sich kompensieren. Und das 5s-Elektron, das nächste da in der fünften Schale, das hat, weil es S heißt, keinen Bahndrehimpuls, aber es hat eben einen Spin, einen Eigendrehimpuls. Und dieser Eigendrehimpuls, das ist das, was ich hier erklärt habe, der kann eben up oder down sein. Und stellt sich dann auch, wenn man eine Richtung vorgibt, eben entweder mit der Z-Komponente parallel oder antiparallel zu dieser vorgegebenen Raumrichtung ein. Das heißt, die Raumrichtung ist quasi eine Achse, entlang derer sich die beiden Spins dann, also die beiden Spinzustände orientieren. Und da spricht man eben dann von der Raumquantisierung. Im Raum gibt es auch eine Abstufung der möglichen Zustände. Ist nicht, wie man das klassisch erwarten würde, beliebig, sondern es sind dann wohl definierte Stufen vorhanden. Wenn wir einen größeren Eigendrehimpuls hätten oder einen größeren Drehimpuls hätten, sind auch mehr Stufen denkbar. Aber jetzt bei diesem einfachen Versuch waren es zwei. Man verwendete bis da neutrale Silberatome. Man könnte ja sagen, ja gut, meistens beschleunigt man ja so Atome, indem man sie ionisiert und dann elektrisch beschleunigt. Wenn man allerdings da mal ein Ion hat, und also nicht mehr ein Silberatom, das neutral ist, sondern ein Ion, dann haben wir natürlich hier noch ganz andere Kräfte, die dann plötzlich wirksam werden, vor allem die Lorentzkraft, die das ganze Ion dann massiv ablenkt und wir dann so kleine Effekte, die vom Spin herrühren, gar nicht mehr sehen würden. Also die Lorentzkraft würde hier nicht nur, wie wir es hier sehen, wirksam, sondern den ganzen Strahl massiv ablenken. Aus dem Grund kann man eben auch nicht eine Beschleunigungseinrichtung bauen, sondern man macht hier eben so eine Art Ofen. Da sind dann die Silber- oder die Natrium-Kaliumatome drin. Das heizt man einfach, wird aufgeheizt, dann sind sie thermisch in Bewegung und wenn man da eine kleine Blende hat, fliegen immer einige von diesen da raus. Und die kann man dann auch eben benutzen, um sie dann auch in diesem Magnetfeld, das da inhomogen ist, abzulenken, entsprechend diesem Versuch von Stern und Gerlach. So, das war, finde ich, es war ein interessanter Versuch. Ich hoffe, ich habe ihn so erklärt, dass man ihn einigermaßen versteht. Einige, die Physik studieren, werden den vielleicht im Praktikum dann mal live erleben. Da wird man dann auch zum Beispiel die thermische Verteilung dieser Silberatome noch diskutieren müssen. Man wird auch die Blende hier, die ja den Strahl nicht quasi wie ein Laserstrahl nach außen schickt, sondern es gibt eine kleine Aufweitung des Strahls. Das muss man mit berücksichtigen, was der Blendeneffekt ist. Da muss man das Magnetfeld und den Magnetfeldgradienten genau kennen. Man muss daran denken, dass es hier eine Parabel gibt für diese Ablenkungen, wie im Schwerkraftfeld. Etc. Es gibt dann einiges zu rechnen. Aber es ist ein schöner Versuch und das Resultat ist, wie man das selten sieht, wirklich ganz offensichtlich und für jeden zu sehen, dass da was passiert ist, was ohne Magnetfeld nicht da war.